Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Webinars zum Thema kollaboratives Cloud Working. Wir haben heute noch ein paar Tools für Sie, die wir Ihnen kurz zeigen möchten, wo wir Ihnen eine kurze Einführung und eine kurze Übersicht vor allem verschaffen möchten, über diverse Tools, die Sie für die Arbeit in der Schule oder auch im Büro, einfach für die Online-Zusammenarbeit mit anderen Menschen gut nutzen können. Wir sind das gleiche Team wie am Mittwoch. Für die, die nicht dabei waren, zeige ich nochmal kurz. Das ist zum einen mein Kollege, der Florian Lerch. Und zum zweiten haben wir noch den Tobias Konopatsch hier dabei. Der ist unser Chatbeauftragter heute. Das heißt, alle von Ihnen, die Fragen haben und die in den Chat schreiben möchten, das können Sie gerne tun und Tobias wird dann den Chat immer mitverfolgen und das später einbringen. Für diejenigen, die das Video jetzt bei YouTube sehen, Sie können natürlich leider nicht im Chat mitschreiben, aber Sie können gerne auch unten in den Kommentaren noch Nachfragen oder Ähnliches hinterlassen. Da werden wir dann später auch darauf antworten. Genau. Gut. Wir sind vom Studio im Netz, einer medienpädagogischen Einrichtung aus München, und wir machen dieses Webinar im Auftrag des Pädagogischen Instituts Zentrum für kommunales Bildungsmanagement. Ich muss es mal vorlesen, denn der Name hat sich kürzlich geändert. Und das ist das Bildungsinstitut des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. Vielen Dank auch dahin für die Möglichkeit, das hier so durchzuführen. So, und was wir heute vorhaben, das wird jetzt der Florian erläutern. Ja, guten Morgen auch von mir. Der erste Webinartag war ja schon sehr erfolgreich mit den Tools, die wir vorgestellt haben. Heute ist es ein bisschen niedrigschwelliger, beziehungsweise soll es in das tägliche Arbeiten mehr reingehen, welche Tools man da im Team nutzen kann. Wir gehen einfach mal auf meinen Bildschirm. Genau. Der erste Teil war ja präsentieren, kommunizieren und organisieren. Heute soll es um kollaborieren, diskutieren und abstimmen gehen. Welche Tools nehmen wir da heute her? Welche stellen wir vor? Genau, Björn Friedrich wird heute Etherpads und Padlets vorstellen. Ich zeige Ihnen dann zwei Möglichkeiten, digitale Notizbücher zu führen. Einmal Evernote und OneNote, wobei ich mich ein bisschen mehr auf OneNote fokussieren werde. Genau, und wir teilen uns den letzten Punkt dann auf. Genau, da soll es dann um Entscheidungsfindung gehen, also Abstimmungen oder Umfragetools. Einmal Poll Unit und TreeSider. Was hat es mit denen auf sich? Wie ist da die Funktionsweise? Ja, genau, dann würde ich vorschlagen, Björn, du kannst gerne loslegen. So, muss mein Ton wieder an. So, und ich bringe mich wieder ins Bild. Alles klar. Dann würde ich gleich beginnen, genau, mit dem ersten Punkt, Etherpads und Padlet. Es geht ja hier allgemein um Cloud Working und die Cloud, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, ist einfach so allgemein die große, ominöse Datenwolke, wo man die Sachen eben nicht auf dem Rechner ablegt, sondern irgendwo online auf einem Server seiner Wahl abspeichern kann. So, und wir beginnen, wie gesagt, mit dem Thema Etherpads. Etherpads sind an sich eine offene Software und es gibt verschiedene Angebote, verschiedene Hosts, die Etherpads-Server betreiben, wo wir dann einfach darauf zugreifen können und Pads anlegen können. Diese Pads sind an sich reine Textdokumente, das werde ich gleich zeigen, wie sowas aussieht. Das heißt, man kann hier keine Grafiken oder Videos oder Ähnliches einfügen, sondern man kann einfach Text schreiben, aber man kann eben sehr schön kollaborativ arbeiten. Also alle Leute, die den Link zu diesem Pad kennen, können darauf zugreifen und können dort dann aktiv werden. Und ich habe gesagt, es gibt verschiedene Angebote. Wir nutzen immer das Angebot Your Part. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Einen Moment. Hier sitzt gerade aus dem Bildschirm, da oben sehen Sie es. Hier steht es, yourpart.eu. Das ist der Server, den wir nutzen. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Server wird betrieben und es steht unten im Impressum. Ich mache es mal ein bisschen hier hervorgehoben. Wird betrieben vom Deutschen Bundesjugendring in Berlin. Das heißt, es ist ein deutsches Angebot, das eben über den Bundesjugendring und über Kooperationspartner läuft. Wir haben hier aber keinen kommerziellen Anbieter im Hintergrund, sondern wir haben eben ein Angebot, das speziell für die Jugendarbeit oder für die Bildungsarbeit bereitgestellt wird. Das heißt, da kann man datenschutzrechtlich auch vertrauen.
So, jetzt ist es so, wenn wir auf diese Seite gehen, auf die Startseite yourpart.eu, dann können wir sagen, wir wollen ein neues Pad erstellen. Dann wird uns zufälligerweise irgendein Name zugelost für dieses Pad. Wir können den Namen aber auch selbst definieren. Wenn wir zum Beispiel hier einfach Test 3420 angeben. Habe ich vorhin mal probiert, das ist noch frei. 3420 für das heutige Datum. Und wir gehen dann auf Öffnen. Jetzt ist es so, wenn Sie eine Adresse wählen würden, die schon vergeben ist, also die jemand anderes vorher schon benutzt hat, dann kommen Sie eben auf diese andere Seite. Und dann sehen Sie alles, was hier drin steht. Das heißt, man muss immer bedenken, auch wenn das datenschutzrechtlich safe ist, es ist ein öffentliches Angebot, das eben hier von yourpart.eu gehostet wird. Und deshalb kann jeder, der durch Zufall dieselbe Abkürzung wählt oder eben den Link irgendwo bekommt, per Mail oder wo auch immer dieser Link weiterverbreitet werden kann, kann auf dieses Pad zugreifen. Sie sollten da also keinesfalls irgendwelche sensiblen Daten oder Informationen hinterlassen, aber eben für ein Brainstorming, für eine Zusammenarbeit, für eine Gruppenarbeit, Klassenarbeit, wie auch immer, für den gemeinsamen Text, der verfasst wird, eignet sich sowas sehr gut. So, wenn Sie in das Pad gehen, ist es an sich ein leeres Pad. Hier steht aber so ein Willkommenstext, der aber eben nicht wirklich nötig ist. Da ist noch mal kurz erklärt, worum es hier geht. Den Text können wir einfach mal weglöschen. Wir haben hier übrigens auch, das war gerade auch erklärt, einen Chat und wir sehen hier oben, wie viele Teilnehmende momentan in diesem Pad sind. Ich bin jetzt momentan alleine und ich habe mir die Farbe blau zugewiesen. Diese Farben kann man auch ändern. Also wenn mehrere Leute hier zusammenarbeiten, dann ist es sehr hilfreich, dass jede Person so ihre eigene Farbe hat, dass man auf Anhieb erkennt, wer hat was geschrieben. Also wenn jemand von Ihnen sich gerade hiermit einklinken will, dann gerne zu yourpart.eu und dann Test 3420 auswählen. Dann können Sie kurz hier mit reinschauen. Und hier unten wäre noch ein kleiner Chat. Das ist in der Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen immer ganz interessant. Die entdecken relativ schnell, dass man hier chatten kann und fangen an, da alles Mögliche reinzuschreiben. Das kann man aber sehr schön ausblenden. Also man hat die Möglichkeit, über den Chat noch zu kommunizieren. Ansonsten ist es, wenn man wirklich arbeitet, ist es hilfreich zu sagen, man konzentriert sich hier im Hauptfenster auf den eigentlichen Text, den man verfasst. Und im Chat könnte man noch irgendwelche Randnotizen, Anmerkungen oder Ähnliches hinterlassen, was dann auch die anderen Leute jeweils sehen können, die auch dieses Pad aufrufen. So, ansonsten kann ich jetzt hier reinschreiben. Das kennen Sie aus jeder anderen Textverarbeitung auch. Punkt 1, Punkt 2 und so weiter. Sie können diesen Text natürlich auch ein bisschen formatieren. Das sehen Sie hier oben. Sie haben die normalen Punkte, die Sie auch aus Word oder anderen Programmen kennen. Wir können zum Beispiel sagen, wir markieren das Wort Brainstorming und machen daraus eine Überschrift. Heading 1 oder auch 2 oder 3. Das lässt sich hier oben einstellen. Und die Punkte können wir eben auch entweder numerisch oder mit Punkten oder Ähnlichem entsprechend anpassen. So, hier sind auch zwei Leute dabei. Jetzt sehe ich eben anhand der Farben, hier ist jemand lila, hier ist jemand grün und hier oben sehe ich auch, insgesamt sind wir schon zu sechst. Die anderen haben aber ihre Namen. Doch, wir haben eine Elke, SM und Test und zwei anonyme Personen, die hier dabei sind. Genau, und eben ich als hellblaue Person. Also so kann man zusammenarbeiten und so kann man gemeinsam hier im Text schreiben. Völlig unkompliziert. Jetzt ist noch der Gag, jeder kann was schreiben, jeder kann auch was löschen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier, aha, lösche ich einfach weg. So, die Macht habe ich. Die Macht hat auch jeder, der auf dieses Pad zugreift. Genau, jetzt ist alles weg. Das heißt, in der Arbeit ist es manchmal vielleicht schwierig, gerade in der Schule hatten wir das auch schon mal erfahren, dass man alles Mögliche geschrieben hat und dann war alles wieder weg. Da gibt es aber eine sehr schöne Funktion, nämlich hier oben die Uhr, das ist der Timeslider und da kann ich wortwörtlich die Uhr zurückdrehen und kann mir angucken, was da alles schon passiert ist. Also wir sehen, momentan sieht es so aus und wenn ich hier den Timeslider nach hinten schiebe, dann springe ich einfach zurück und mache alles wieder rückgängig, was ich vorher hier reingeschrieben habe. Genau, und ich kann auch genau nachverfolgen, also um 10.08 Uhr war es leer, um 10.10 Uhr habe ich dann angefangen hier zu schreiben und jetzt haben wir 10.44 Uhr haben wir noch nicht, egal, jetzt hängt die Zeit, aber gut, das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall kann ich dann zurück zum Pad kehren, kann hier die aktuelle Version wieder sehen, genau, und sonst kann ich eben alles nachverfolgen, was hier irgendwo mal geschrieben oder auch gelöscht worden ist, also es bleibt nichts geheim, sondern alles ist nachvollziehbar. Was Sie noch tun können, ist unter Import-Export, das sind hier die Pfeile, die sind noch ganz wichtig, wenn Sie am Ende dieses Dokument irgendwie abspeichern möchten und nicht darauf vertrauen möchten, dass das einfach in der Cloud liegen bleibt auf ewig, dann kann man das auch hier herunterladen als Word- oder Textdokument oder Ähnliches
Man könnte auch Sachen einfügen, aber da gehen eben nur Textdateien. Also wie gesagt, Sie können keine Bilder oder Videos einfügen. Das geht nicht. Sie können höchstens Sachen verlinken. Wenn ich zum Beispiel zu www.studioimnetz.de verlinke, dann ist dieser Link aktiv und dann kann man den später auch anklicken. Also so könnte man auch Bilder oder Videos oder andere Dateien mit aufnehmen und darauf verweisen. Genau, das wären soweit die wichtigsten Funktionen erstmal zum Etherpad. So, dann würde ich gleich mal rüber gucken zu dem zweiten Tool, das eng verwandt ist, aber doch ein bisschen anders strukturiert, nämlich das Padlet. Das ist jetzt ein kommerzielles Angebot, Padlet.com. Da ist es so, es gibt eine Gratis-Variante, die ein bisschen limitierter ist und eine Pro-Variante, die kostenpflichtig ist. Das Etherpad von gerade eben, also das bei Yourpad.eu, ist komplett kostenlos, also das können Sie komplett ohne Geld benutzen. Kann aber eben dafür nicht ganz so viel und wie gesagt, hier im Padlet geht ein bisschen mehr. Ich zeige Ihnen mal kurz, so ist erstmal die Übersicht von Padlet.com. Ich zeige Ihnen mal hier ein Pad, was eine Kollegin von mir erstellt hat, Kita-Tipps für die Corona-Zeit. Also da ging es speziell um Kindertagesstätten und die Frage, was kann man an Kindertagesstätten hinterlassen? Welchen Tipps kann man denen geben? Sie sehen es hier, das sind Tipps für kleinere und größere Kinder, für Eltern, für die Teams und allgemeine Tipps zum Lernen. Und jetzt sehen wir schon, im Unterschied zu Yourpad.eu ist das hier sehr viel bunter und bebildert und ganz anders aufgebaut. Also das hat viel andere Möglichkeiten, nochmal umfangreichere Möglichkeiten, ist dafür aber eben kostenpflichtig, zumindest in der Pro-Variante. Also man kann in der Gratis-Variante schon auch viel machen, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo dann eventuell Geld erhoben wird. Das ist so ein bisschen der wichtigste Unterschied schon mal. Was wir hier sehen ist, da sind eben verschiedene Sachen angeordnet, jetzt hier immer in verschiedenen Leisten zu den Kategorien und da kann ich eben auch Links einfügen, die dann aber mit einem Vorschaubild hier angezeigt werden. Ich gehe nochmal zurück ins Dashboard und mache nochmal kurz ein neues Pad auf, um Ihnen mal zu zeigen, wie man so ein Padlet erstellt. Also wenn ich sage, ich möchte eins erstellen, dann habe ich erstmal verschiedene Vorlagen, die ich mir auswählen kann. Also ich kann das ein bisschen freier gestalten, ich kann das ein bisschen strikter anordnen, zum Beispiel in so einem Regal, wo eben die Sachen in eine Reihe, in Spalten angeordnet werden. Das war das, was wir gerade gesehen hatten mit dem Kita-Tablet. Ich kann es an der Zeitline entlang anordnen, in einer Karte, oder ich kann einfach so eine freie Leinwand machen. Die mache ich jetzt mal. Da wird es eben relativ frei. Irgendwer hat mir hier einen blauen Strich reingemalt, aber der stört mich jetzt gerade nicht groß. Sie können ihn gerne wieder wegmachen, wenn Sie gerade noch Zugriff haben. Ansonsten lassen wir den jetzt da mal stehen. Der soll uns nicht irritieren. So, so sieht es aus. Die machen jetzt immer randommäßig irgendwelche Titel rein, die in der deutschen Übersetzung nur bedingt gut klingen. Ich nenne das jetzt einfach mal Testpad. So, dann kann ich hier eine Beschreibung einfügen. Da schreibe ich jetzt mal Webinar vom 3.4.20. So, ich könnte jetzt auch noch ein Symbol hinzufügen, um das, gerade wenn man mehrere Pads hat, ist es vielleicht ganz nett, um das noch ein bisschen zu illustrieren. Zum Beispiel mache ich jetzt einfach mal ein Smiley. Sie kennen das, die üblichen Emojis. Das taucht dann hier oben links auf. So, das sind soweit mal ein paar grafische Ideen. Hier unten kann ich auch den Namen verändern. Da schaue ich jetzt mal Webinartest, dann ist es später eben unter der Adresse padlet.com/sinch/webinartest aufrufbar und ich kann natürlich auch den Hintergrund und so weiter verändern, das können Sie sich alles denken, muss ich jetzt nicht alles im Detail zeigen. So, dann gehen wir mal weiter und dann haben wir das soweit gut vorbereitet und können jetzt anfangen, etwas hier rein zu posten. Auch hier ist es jetzt wieder so, jeder, der die Adresse hat, wenn das freigegeben ist, wenn es öffentlich ist, kann etwas posten. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das aussieht. Man schreibt hier einen Titel rein, guten Morgen, so, man kann dann noch Text und so weiter hinzuschreiben und man kann dann auch Dateien einfügen, man kann Links einfügen, man kann hier bei Google Fotos suchen und einfügen. Das ist urheberrechtlich durchaus fraglich, weil der jetzt einfach nach dem sucht, was ich hier oben geschrieben habe. Also guten Morgen wird jetzt einfach bei Google gesucht und es werden irgendwelche Bilder oder Videos oder GIFs angezeigt, die Google eben gerade so findet. Das kann man schon machen, aber wenn man das freigibt, dann ist es eben aus urheberrechtlicher Sicht durchaus fraglich. Deshalb am besten dann solche Pads, wenn Sie da fremde Sachen einfügen, wenigstens geschlossen halten oder eben komplett auf fremde Inhalte verzichten und nur eigene Sachen hochladen. Aber an sich sieht es jetzt so aus, man kann hier
eben die Sachen posten und alle Leute, die diesen Link haben, können was dazu schreiben. Man kann es hier jetzt ganz frei anordnen, weil es eben nicht diese Stapelansicht oder Regalansicht oder ähnliches war. Und so kann man hier verschiedene Sachen zusammentragen. Also ähnlich wie im Etherpad, alle Leute, die den Link kennen, können hier gemeinsam an Ideen arbeiten, können Ergebnisse erarbeiten, Aufgaben lösen oder ähnliches. So, und ich kann das Ganze eben teilen und das zeige ich noch kurz zum Schluss. Dann müssen wir auch zum nächsten Punkt kommen mit dieser Funktion hier. Also ich hatte vorhin schon gesagt, Sie sollten darauf achten, ist das Patch geheim oder öffentlich? Das können Sie hier eben einstellen unter Change Privacy. Also momentan ist es geheim, das heißt, nur ich kann darauf zugreifen. Jetzt könnten Sie sagen, Sie machen das komplett öffentlich, dann kann eben jede Person, die diesen Link hat, darauf zugreifen, oder Sie machen das passwortgeschützt. Das heißt, Sie können dann Ihrer Schulklasse oder Ihrer Arbeitsgruppe Passwort mit dazugeben und dann ist das ein bisschen besser noch geschützt. Und man kann hier auch definieren, was sollen die Leute dürfen, die eben in diesem Pad sich befinden, sollen die nur schreiben dürfen oder nur lesen dürfen, also nichts Eigenes dazu schreiben, sondern nur ansehen, was vorbereitet ist, oder soll man beliebig editieren können, das heißt dann aber man kann auch andere Sachen genehmigen, bearbeiten und so weiter. Das wäre nochmal die ausführlichste Variante. So, also wir machen das jetzt mal, wir lassen es mal geheim und gehen auf Speichern. So, und dann können Sie diesen Link, wenn das eben freigegeben ist, einfach hier den Link kopieren. Sie können es direkt als QR-Code auch ausdrucken oder auf Twitter, Facebook und so weiter teilen. Google Classroom ist noch vorgegeben. Also das kennt man auch, die üblichen Funktionen. Und man kann am Ende das Ergebnis auch abspeichern als Bild oder als PDF. Excel-Tabelle ist ein bisschen fraglich, je nachdem, welche Inhalte hier drin sind, ist Excel vielleicht nicht die optimale Lösung, aber eine Bilddatei oder PDF ist auf jeden Fall eine gute Lösung, denke ich. Gut, soweit zur kurzen Einführung und Übersicht. So, jetzt würde ich fragen, gibt es schon Fragen? Ich gebe mal an den Tobi. Oh, wir haben schon wieder ein paar Fragen gesammelt. Und zwar war eine Frage, ob es sich bei der Verlinkung der urheberrechtlich geschützten Inhalte im Padlet, die Frage war, handelt es sich nicht nur um eine Verlinkung der urheberrechtlich geschützten Inhalte im Padlet? Also die Frage ist, ob Sie dafür haften würden, weil Sie ja nicht das Objekt hochgeladen haben, sondern nur verlinken auf was anderes. Das sind immer so die rechtlichen Details. Ja, eigentlich ist es nur eingebunden, das ist dann vielleicht ähnlich wie dieses Vorschaubild bei Facebook oder Twitter oder ähnlichem. Da am besten mal, wie gesagt, das sind so rechtliche Kniffe, wo wir immer sagen, wir sind auch keine Juristen. Also wenn Sie damit arbeiten möchten, vielleicht mal kurz mit Ihren Vorgesetzten, mit der Schulleitung, dem Datenschutzbeauftragten, wer auch immer sich damit besser auskennt, abklären oder eben wirklich das Ganze geheim halten und nicht veröffentlichen, dann ist es sowieso kein Problem. Genau. Aber ja, also das wird immer sehr schwierig. Oder man sagt eben komplett, man möchte nur eigene Inhalte hier drin haben, keine Fremdinhalte, dann ist es sowieso kein Problem. Genau, und das ist vielleicht eine ähnliche Frage, die DSGVO davon fragen wir ja auch mal wieder, ist es konform oder eher nicht konform? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Es sitzt eben nicht in Deutschland, sondern es ist ein amerikanischer Anbieter. Das heißt, streng genommen, also wenn Sie da irgendwie persönliche Daten oder ähnliches oder die Schüler mit Klarnamen drin haben, dann sollten Sie da wirklich eher zurückhaltend sein. Ansonsten sagen wir immer, man muss einfach auch gucken, also gerade auch in der außerschulischen Arbeit ist es sowieso oftmals ein bisschen lockerer gehandhabt. Muss man immer schauen, welches Tool eignet sich, welches möchte man gerne einsetzen und welche Daten hinterlässt man da. Also man könnte ja auch sagen, alle Leute gehen mit Spitznamen oder Pseudonym rein. Und dann ist so die Frage, ob das wirklich noch so problematisch ist. Aber wenn man wirklich, gerade auch bei der Stadt München, weiß ich, dass es immer ein schwieriges Thema ist. Und dann muss man davon ausgehen, es ist nicht wirklich DSGVO-konform. Okay. Kann man unterschiedliche Benutzerrollen vergeben? Bei Padlet jetzt? Oder? Ja, oh. Genau. Man kann nur einstellen, also eben der eine Betreiber oder die Betreiberin des Pads hat natürlich die Admin-Funktion quasi und ansonsten kann man nur einstellen, was sollen die Teilnehmenden insgesamt dürfen. Es wurde gesagt, dass man kann geheime Padlets erstellen und welche mit Passwort, was ist da der Unterschied? Geheim ist nur für mich, es ist gar nicht freigegeben und mit Passwort ist dann eben freigegeben, aber man hat das Passwort noch dazu. Okay, danke. Und weißt du, ob es Lizenzen für die Stadt gibt? Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht sicher, aber ist bislang nicht bekannt zumindest.
Okay. Da würde ich dann sagen, ans PI wenden. Die wissen das sicher besser Bescheid. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar, wie hoch ist das Datenvolumen, das man hochladen kann? Gibt es da eine Grenze oder ist das unbegrenzt? Das ist eine gute Frage. Haben wir bislang noch nicht ausgeschöpft. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Grenze, aber wir haben die bislang nicht erreicht. Wir löschen aber auch immer wieder. Also ich weiß, in der kostenlosen Variante, die wir eben auch haben, darf man maximal 8 Pads anlegen. Wenn die 8 voll ist, muss man ein altes Pad löschen, um ein neues anlegen zu können. Und wie groß das Datenvolumen ist, das weiß ich jetzt spontan nicht, weil wir das, wie gesagt, bislang noch nicht hatten, das Problem. Okay, ich sehe gerade noch. Genau, hier in den Zuschauern scheint jemand vom PI zu sitzen und er sagt, es gibt keine Lizenz. Genau. Also dann haben wir das auch schon geklärt. Wunderbar. Dankeschön für die schnelle Antwort. Gut, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr gehen wir zum nächsten Punkt. Und ich übergebe an den Tobias. Nee, an die Flo übergebe ich. Entschuldigung. Okay. genau. Wir machen weiter mit digitalen Notizbüchern. Da soll es jetzt einmal um OneNote und um Evernote gehen. Teilen wieder meinen Bildschirm, wenn das funktioniert. Und wir gehen sofort rein in OneNote. Genau. OneNote ist wie Microsoft Word oder OneDrive Teil eben von Microsoft Office oder Microsoft Office 365. Deswegen fokussiere ich mich jetzt ein bisschen mehr darauf, weil ich davon ausgehe, dass das einfach weiter verbreitet ist. Aber der Blick auf Evernote soll trotzdem nicht zu kurz kommen. Gleich mal vorweg, DSGVO-konform oder nicht. Die Microsoft-Server stehen in Europa, deswegen ja, ist auf jeden Fall DSGVO-konform. Was kann man in OneNote alles machen? Wir gehen jetzt mal auf eine kleine Reise. Hier sehen Sie schon diese Raster, wie in einem ganz normalen Ordner auch. Da kann man auch immer einen neuen Abschnitt machen. Ich habe jetzt schon drei erstellt. Einmal schnelle Notizen, die man dann auch, wenn man OneNote mit Smartphone oder Tablet synchronisiert, kann man dann zum Beispiel seine Einkaufsliste oder so da reinschreiben. Und wie gesagt, synchronisiert bedeutet dann auch, wenn ich das auf dem Smartphone gelöscht habe, dann ist auch das hier in der PC-Version dann weg. Genau. Wir machen schnelle Notizen. Bei dem Webinar kollaboratives Cloud Working gehe ich dann später noch mit rein. To-Dos und sonst noch, was soll es noch geben? Wir machen jetzt mal einen Essensplan. Nur damit Sie mal einen kleinen Einblick bekommen, wie OneNote funktioniert. Genau. So. Sehr interessant finde ich, es gibt einen Browser-Picker, den man installieren kann. Ich habe ihn hier oben, wenn Sie das sehen, installiert bei Firefox. Das ist jetzt gerade schon Evernote, darauf soll es später zurückkommen. Genau. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie dieser Picker funktioniert, weil ich finde diese Funktion sehr hilfreich. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Ja. Hier kann man sich aussuchen, ob die ganze Internetseite ausgeschnitten und eingefügt werden soll. Ich kann mir einen Bereich aussuchen, den ich selbst definiere, oder nur den Artikel oder ein Lesezeichen. Also hier oben eben diese Lesezeichen. Wir machen jetzt mal einen Bereich und wir nehmen diesen hier. Und versuchen den. Flo, warte mal ganz kurz. Ich glaube, du hast nur das OneNote freigegeben auf deinem Bildschirm. Dann müsstest du noch das andere auch freigeben. Aha, okay, danke vielmals. Einfach nochmal erklären. Ich schaue, dass ich das gleich machen kann. Neue Freigabe. Ja, so. Sieht man es jetzt? Ja, perfekt. Super. Jetzt machen wir es gleich nochmal. Das kann man nämlich neu ansetzen. Genau, und dann
sage ich hier ausschneiden und in OneNote anzeigen. Man kriegt dann hier gleich die Anzeige in dem Browser. Das ist einerseits ganz okay, wenn man das nicht als App runtergeladen hat. Aber hier müsste das dann auch kommen. Nicht wahr? Okay, ist das jetzt gerade... Ah, man sieht gerade, dass es jetzt... Jetzt müsste es angekommen sein. Ja. Genau, das... finde ich sehr interessant, weil das einfach relativ gut das tägliche Arbeiten oder bei Recherche zum Beispiel vereinfacht. Das kann ich dann auch einmal rausnehmen, weil einmal reicht mir. Ja, um jetzt zum Beispiel die Online- oder die App-Version, also für Smartphone oder Tablet nutzen zu können, kann ich mir hier auch Hilfslinien machen, denn ich kann auch beim iPad zum Beispiel mit dem Apple Pencil Notizen machen, die mir OneNote dann auch übersetzt, also übersetzt heißt einfach das geschriebene Wort in gedrucktes Wort umformuliert. Und da kann die Handschrift auch so krakelig sein, wie sie möchte. OneNote sollte das im Regelfall erkennen. Jetzt gehen wir mal weiter. Es tut mir sehr leid, aber ich habe gerade ein paar Probleme mit der Ansicht. Genau, Flo, jetzt sind wir gerade wieder nur noch im Browser gewesen. Das heißt, wir haben, was du in OneNote gemacht hast, nicht gesehen. Okay, der Teufel steckt im Detail. Das tut mir sehr leid. Dann machen wir nochmal eine neue Freigabe. Ich versuche sonst mal den kompletten Bildschirm freizugeben. Mhm. Nicht nur den Browser. Ja. Müsste auch gehen. Ja, sieht besser aus. Okay, so. Tut mir sehr leid. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Ich hoffe, dass das trotzdem, also wo waren wir stehen geblieben? Ich denke mal bei Hilfslinien, die sehen Sie hier oben. Hier können Sie eben auswählen, ob keine oder eben. Ich mache jetzt mal den ganz normalen, linierten Block. Hier oben kann man Überschriften auswählen, die man dann eben hier sieht. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Und dann schreibe ich hier mal rein. Und hier nämlich gibt es einen plastischen Reader, den wir jetzt laden. Und der liest uns auch geschriebenes Wort vor. Da können wir jetzt anfangen. Hat man das gehört? Nö. Nö. Glaube nicht. Okay. Aber wir können uns vorstellen. Ja, genau. Ich hoffe, dass das jetzt... einigermaßen klar ist. Also man kann hier eben den plastischen Reader öffnen. Man kann aber auch diktieren. Hallo meine Damen und Herren, Ausrufezeichen. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Ausrufezeichen. Und schon kann man Sachen diktieren oder schreiben ohne eine Tastatur zu gebrauchen. Punkt. Ja, das kann man dann alles eben im Browser und in der App öffnen. Das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Das sind so die Kernfunktionen. Ich schaue nochmal, ob ich irgendetwas vergessen habe.
Ja, wenn man natürlich dann, darauf solltest du ja dann am Schluss hinauslaufen, diese Bereiche hier, diese Abschnitte immer wieder weiterzuführen und am Schluss so viel zu haben, dass man ohne eine gewisse Gliederung nicht auskommt, gibt es die Möglichkeit, eben Tags zu setzen. Diese Tags gibt es hier oben. Es gibt zum Beispiel Aufgaben, die man verteilen kann, etwas als wichtig oder genau, ich habe jetzt hier wichtig Webinar ausgewählt. Genau. Wie bei Word gibt es auch die Auswahlmöglichkeit, Überschriften zu setzen oder eben Strichpunkte oder Nummerierungen. Das, denke ich, ist selbsterklärend. Genau, von dem her... ja, das ist und das alles, was man eingestellt hat, kann man auch als Templates speichern. Das heißt einfach, das als Vorlage auch eben zu speichern. Mal gucken, ob ich das jetzt gerade auf die Schnelle schaffe. Aber ich denke, mit einem Blick auf die Zeit, ja, schaffe ich gerade nicht. Genau, ansonsten könnte man auch noch, das zeige ich Ihnen auch noch schnell, wir haben hier die helle Ansicht. Man kann auch noch in den Dark Mode wechseln für diejenigen, denen einfach dieser helle Bildschirm zu hell ist über den Arbeitstag verteilt, um auch die Augen zu schonen. Ja, das soll es damit jetzt erstmal gewesen sein. Und wir gehen weiter zu Evernote. Genau, vielleicht ganz kurz, weil wir haben hier schon wieder ein paar Fragen angesammelt zu Evernote. Ja. Ja. Und zwar die erste Frage ist, sind die Funktionen in der 365-Version oder der Android-Version? Also gibt es die bei beiden oder nur bei einem? Man kann sich ja die Office 365-Version ja auch für Smartphone und Tablet runterladen. Von dem her ja. Gibt es beides. Genau. Okay, danke. Also, dann, ja. Ich bin mir fast sicher, dass das eh jeder kennt. Office, denke ich, ist am weit verbreitetsten. Das muss man sich halt runterladen und dann kann man alles über die Cloud steuern und jetzt zum Beispiel bei OneDrive oder so speichern. Ja. Dann kann das auch in der Fremdsprache vorlesen. Was mich auch interessieren würde, kann man auch in der Fremdsprache diktieren? Ich bin mir fast sicher, dass das geht. Ich schaue jetzt mal schnell. Hier. Sieht man das? Ja. Ja, genau. Hier sieht man die ganzen Sprachen, die man auswählen kann. Ja, und wenn man das eingestellt hat, dann kann man das sicher auch vorlesen beziehungsweise diktieren lassen oder halt mit diesem Reader vorlesen lassen, meine ich. Ja. Okay. Genau. Und wie lässt sich das Ganze mit Handy und Co. Synchronisieren? Das sind einfach die Einstellungen, die man macht. Also das gibt es dann, ich bin mir nicht sicher, ob man das hier sieht. Nee, das sieht man hier nicht. Jetzt zum Beispiel OneNote beim Handy runterladen. Wenn man Office 365 Version hat, dann hat man ja eh schon einen Account bei Microsoft, dann einfach mit der ganz normalen Microsoft-E-Mail-Adresse anmelden und dann kann man sich das runterladen. Beziehungsweise runterladen und dann anmelden und dann kann man das in den Einstellungen anpassen, dass das synchronisiert. Beziehungsweise bin ich mir fast sicher, dass das sowieso schon vorgeschlagen wird, wenn man das als erstes runtergeladen hat. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, gibt es eine automatische Rechtschreibprüfung bei dem Programm? Ja. Dadurch, dass das ja auch, wie gesagt, das hängt alles zusammen. Jetzt schauen wir mal hier hin. Ach so. Da. Herren ist falsch geschrieben. Rechtschreibung. Herren ist jetzt richtig geschrieben. Also gibt es ja.
Okay, perfekt. Dann gibt es noch eine letzte Frage, die richtet sich weniger an dich als an die Teilnehmenden. Und zwar hat jemand gefragt, ob jemand dieses Programm auch schon im Unterricht benutzt und wenn ja, in welcher Weise. Schreibt es gerne einfach in die Kommentare, dann könnt ihr euch da ein bisschen austauschen. Genau. Sehr gute Idee, ja. Ja, dann sollte es das gewesen sein, hinlänglich beschrieben worden sein. Gehen wir da mal raus und kommen zu Evernote. Evernote ist auch ein Cloud-Working-Dienst, bei dem man im Internet eben seine Notizen machen kann. Gleich mal vorweg, dieser Dienst hat seinen Sitz in Amerika, bedeutet, der Server steht dort auch, was wieder Probleme bzw. Kontroversen mit DSGVO mit sich bringt. Das muss man sich einfach überlegen, ob man das machen will. Es gibt auch eine kostenlose Version, bei der natürlich die Funktionen eingeschränkt sind. Sie sehen es bei mir jetzt gerade. Es ist relativ abgespeckt von dem, was man machen kann. Schriftarten und Unterstrichen und was auch immer, das kann man natürlich alles machen, das ist auch gut so. Wo sich Evernote meiner Meinung nach am besten dafür eignet, ist eben diese Text zu setzen, das ist relativ einfach und schnell gemacht. Das sieht man hier unten. Bei meiner Notiz habe ich jetzt schon mal OneNote geschrieben. Das habe ich hier oben dann auch angezeigt oder bekomme ich auch angezeigt. Das nehmen wir jetzt mal wieder weg. Remove. Damit Sie sich einen Eindruck machen können. Aber dadurch, dass ich das schon mal so gespeichert habe, gibt es eine Autovervollständigungsfunktion. Die setze ich jetzt an. Genau. Und nach Schlagwörtern filtern. Und dann habe ich das hier oben und das Schlagwort oder die Notiz, wo dieses Schlagwort eben vorkommt, wird mir dann angezeigt. Und dadurch, dass ich das eben hier geschrieben habe, ist das die Notiz, die mir angezeigt werden würde. Dadurch, dass ich jetzt nur eine Notiz bei Evernote angelegt habe, ist das halt die einzige, die man jetzt gerade sieht. Aber nur damit Sie sich einen Eindruck machen können, dass das eben funktioniert. Und das könnte man eben dann auch sortieren lassen im Hinblick darauf, dass man eben nicht nur wie ich eine einzige Notiz erstellt hat, sondern etliche, beziehungsweise sollte das ja auch in den täglichen Workflow einfließen. Von dem her gibt es eben diese Sortierfunktion, die relativ simpel gehalten ist, auch bei der Free-Version. Genau. Und hier gibt es noch weitere Ansichtsfunktionen, die ich aber jetzt nur freischalten kann, wenn ich bei einer kurzen Umfrage teilnehme, was natürlich jetzt blöd ist. Wenn Sie sich das angucken wollen, bitte gerne, müssen Sie halt dann bei der Umfrage teilnehmen. Ich habe auch schon versucht, das abzuwenden, indem ich kurz mal draufgehe und wieder zurück. Ich konnte das so jetzt nicht umgehen. Ja, genau. Man kann hier auch verschiedene Dokumente einfügen. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst können Sie auf meine Dokumente zumindest ganz kurz Einsicht nehmen. Und das macht das Ganze nicht offensichtlicher oder ersichtlicher. Was man auf jeden Fall machen kann, kurz, um das hier schon mal zu zeigen. Es gibt die Möglichkeit, Tabellen zu kreieren, um jetzt zum Beispiel einen Wochenplan zu erstellen. Diese Tabelle kann ich dann natürlich auch noch modellieren. Genau, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, das glaube ich, ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Im täglichen Arbeiten und auch jetzt, weil hier in diesem Webinar die Zielgruppe mehr Lehrkräfte der Landeshauptstadt München sind,
ist es natürlich mit dieser DSGVO-Regelung ein Problem für ihr eigenes Arbeiten, sollte das aber auf jeden Fall ganz gut sein. Man kann dann sich natürlich auch noch andere Accounts holen, die natürlich dann auch was kosten und mehrere Möglichkeiten haben. Die Kosten aber dann zum Beispiel der Pro- oder der Premium-Account kostet 7 € im Monat. Da finde ich, das muss man dann schon auch nutzen, damit sich das lohnt. Da könnte man dann zum Beispiel auch offline arbeiten, also eine Notiz unterwegs, wenn ich kein Internet habe, erstellen, weil da gibt es, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, es gibt eine App für Android und iOS, die man dann sich eben auf sein Mobile Device runterladen kann, und da kann man dann eben offline arbeiten. Genau, das sind aber dann auch, das war es dann schon fast an zusätzlichen Funktionen, die man sich da freischaltet. Ja. Gibt es dann noch irgendwelche Fragen, Tobi, zu Evernote? Zu Evernote jetzt gerade nicht direkt, aber wir hatten noch eine Frage zu OneNote. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht können wir die auch gleich noch klären. Und zwar war die Frage, ob man sich diese Diktierfunktion als Add-on herunterladen muss oder ob das Basic dabei ist, weil die wird hier gerade nicht gefunden. Tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob der oder diejenige, die das erfragt, sich die ganz normale Office-Version runtergeladen hat, weil ich habe, als ich mir OneNote als Add-on hier runtergeladen habe, sofort gefunden. Also das ist hier oben bei Start, wenn Sie gehen. Ich habe auch an dieser Leiste nichts geändert. Und hier sehen Sie eben dieses Aufnahmemikrofon. Pardon. Und da kann man dann eben hier bei diesem Pfeil einstellen, welche Sprache das sein soll. Und dann eigentlich nur durch Drücken auf das Mikrofon kann man das. Ups, wir haben keinen Zugriff. Ja, aber bei Ihnen sollte das auch nicht funktionieren. Genau. Weißt du, ob es da mehrere Versionen gibt, die man sich herunterladen kann? Weil ich hier gerade sehe, es gibt noch mehrere Leute, die diese Funktion nicht finden. Ich glaube schon noch, dass es, zumindest habe ich das vor kurzem erst gesehen, bei die 2013er Version hatte ich, glaube ich, hier auf dem Laptop. Genau, aber das sind jetzt Fragen, die können Sie gerne noch in den Chat schreiben. Vielleicht können wir die dann später noch beantworten. Und dann kümmern wir uns da einfach am Ende um diese Fragen nochmal. Genau. Ja, aber schön, dass es so viele Fragen dazu gab. Ich finde nämlich diese Funktion auch sehr sinnvoll. Okay, danke. Ja. Gut, dann würde ich sagen, auch mit Blick auf die Uhr, wir kommen noch zum letzten Punkt, denn wir hatten ja noch das Thema diskutieren und abstimmen. Genau, so hatten wir es genannt auf der Liste. Und wir haben noch zwei Tools hier, nämlich TreeCider und PollUnit. Übrigens zwei deutsche Dienste, das kann ich schon mal vorweg schicken. TreeCider sitzt in Berlin, PollUnit in München. Insofern in dem Fall dann datenschutzrechtlich wieder zumindest europäische, deutsche Angebote. Genau, und was es damit auf sich hat, das wollen wir Ihnen jetzt noch kurz zeigen in der letzten Viertelstunde, und wir werden dann wieder gucken, dass wir pünktlich um 11 Uhr fertig sind. So, ich zeige Ihnen mal meinen Browser. Jetzt müssten Sie auch TreeCider sehen. Unter treecider.com zu finden. Versteht sich selbst als Social Voting Tool. Social Voting bedeutet also, ich kann hier brainstormen, ich kann Ideen sammeln und kann darüber abstimmen. Das ist die eigentliche Idee. Man kann das auch ein bisschen umwidmen, indem man einzelne Fragen stellt oder eben nicht nur Ideen, sondern erstmal Fragen sammelt und auf die Fragen Antworten sucht und so weiter. Das ist mannigfaltig anpassbar und insofern gerade für den Schulunterricht, glaube ich, durchaus interessant und relevant, wenn man eben nicht eine richtige oder falsche Lösung sucht, sondern über Themen diskutiert in, weiß nicht, Deutsch, Sozialkunde, Ethik, Geschichte, Religion, wie auch immer, wo es vielleicht Fragen gibt, die man gerade mit älteren Schülerinnen und Schülern auch diskutieren und besprechen kann und wo man sich online austauschen kann, dann finde ich das eine sehr schöne Möglichkeit. Ich stelle es hier zum Beispiel mal als Testfrage aktuell zur Corona-Situation. Wie soll es nach dem 20.04. weitergehen?
Also wir haben ja momentan, schon nach dem 19., wir haben ja momentan unseren Corona-Shutdown, der bis 19.04. geht. Und die Frage, die momentan so durch die Gesellschaft geistert und die viele Menschen beschäftigt, ist, wie kann es danach weitergehen? So, jetzt sehen wir hier auf der Übersichtsseite, es gibt meine Leitfrage und es gibt noch keine Ideen dazu. Jetzt könnte ich eine Idee hinzufügen, zum Beispiel, ich schlage vor, Schulen, USW wieder öffnen. So, und ich kann hier unten meinen Namen dazu schreiben. Den könnte ich auch weglassen. Das ist optional, aber macht natürlich in vielen Fällen Sinn, dass man weiß, wer was gesagt hat. Ich könnte da jetzt noch eine vertiefende Beschreibung oder ein Bild hinzufügen. Darauf verzichte ich jetzt mal, aber das wäre noch möglich. Jetzt habe ich das hier als eine Idee. So, da könnte ich jetzt weitere Ideen sammeln. Und zu jeder Idee können jetzt Pro- oder Kontra-Argumente hinzugefügt werden. Und zwar nicht nur von mir, sondern von allen Leuten, die sich in dieser Umfrage hier befinden. Also zum Beispiel, was dafür spricht, ist, das Schuljahr muss ja irgendwann beendet werden und die Leute müssen an die weiterführende Schule oder wohin auch immer oder einfach in die nächste Klasse kommen. Das wäre ein Argument dafür. Also ich muss Pro oder Contra setzen, sonst geht's nicht. So. Und ein Argument dagegen, ich kann gleich noch ein Argument hinzufügen, wäre, Covid kann sich weiter verbreiten. So, wenn ich das jetzt speichern möchte, er sagt, der geht noch nicht. Ich muss erst sagen, ist es Pro oder Contra. Also ich mache das hier als Kontra-Argument und speichere das. So, und so sehen Sie, können kleine Diskussionen entstehen. Und die anderen SchülerInnen oder TeilnehmerInnen, die jetzt Zugriff haben auf diese Umfrage, die könnten jetzt entsprechend bewerten. Also könnten meine Idee hier mit einem Daumen hoch bewerten. Sie könnten, oder die einzelnen Argumente hier bewerten. Und Sie können hier hinten abstimmen über die Idee insgesamt mit allen Pro- und Kontra-Argumenten. Und man kann jetzt eben hier beliebig viele Ideen sammeln. In den Optionen kann ich noch ein paar Sachen festlegen. Also zum Beispiel eben, was dürfen meine Teilnehmenden, dürfen die selbst auch Ideen beisteuern? Wie viele Zeichen sind erlaubt? Ist Abstimmen erlaubt? Es gibt einen Spam-Schutz. Ich kann das Design ändern. Ich muss nicht dieses Standard-Design beibehalten und so weiter. Ich könnte das auch als Gewinnspiel gestalten. Also wenn ich das eher als Brainstorming nutze und suche zum Beispiel für die Schul-Homepage ein neues Layout oder einen neuen Slogan für eine Theater-AG oder sonst was oder ein neues Stück für die Theater-AG, dann kann ich hier auch sagen, wir machen ein Brainstorming und wir vergeben einen Preis. Das kann Ruhm und Ehre sein oder eine Tüte Gummibärchen oder was weiß ich. Dann kann ich einen Preis automatisch vergeben. Haben wir bislang noch nie gemacht, aber könnte man tun. So, und dann kann ich natürlich andere einladen, indem ich den Link weitergebe oder das irgendwo anpinne oder ähnliches. Das sind einfach hier so eine URL, die freigegeben werden kann. Und ich kann oben noch eine Deadline definieren, also bis wann soll mein Ziel erreicht sein und mein Ergebnis gefunden sein. Und demnach kann man das dann auch hier eben entsprechend zeitlich begrenzen. So, jetzt muss ich kurz hier oben, genau, ich wollte mal zurückschauen noch ganz kurz und dann haben wir es auch schon geschafft damit. Ganz kurz in die Übersicht gucken. Das sind jetzt meine bisherigen Umfragen und ich zeige Ihnen nochmal kurz, wie sowas aussieht, wenn schon mehr Leute mitdiskutiert haben. Das war zum Beispiel kürzlich bei einem Seminar für Jugendbildungsstätten. Da haben wir über technische Herausforderungen und Fragen diskutiert. Und da sehen Sie eben, hier wurden die verschiedenen Ideen gesammelt. Hier wurden Pro- und Kontra-Argumente gesammelt, hinten wurde abgestimmt. Und unten sieht man dann auch, das waren insgesamt 75 Besucher, die hier mitgemacht haben. Also nicht 75 Personen, aber 75 Aufrufe. Genau, 8 Stimmen, 11 Ideen, 54 Besuche, das ist also alles hier auch nach Ländern und so weiter verteilt. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt nötig, aber wäre alles ersichtlich. Genau, ich glaube, das war auch schon das Wichtigste zu TreeSider. Und dann würde ich sagen, genau, dann eine ganz kurze Frage. Und zwar, gibt es die ganze Oberfläche auch auf Englisch? Ob es diese Oberfläche auf Englisch gibt, genau. Soweit ich weiß nicht. Nee, ist mir noch nicht untergekommen. Ich habe auch noch keinen Button gesehen. Offenbar, es gibt ja diesen Button, wo man die Sprache umstellen kann. Den gibt es aber hier anscheinend nicht. Nee, also das ist eben ein deutsches Angebot. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube nicht, dass es das auch auf Englisch gibt. Und kannst du uns sagen, ob das alles kostenlos ist oder ob man da was bezahlen muss? Ja, also die haben auch wieder eine Basisvariante, die sehr umfangreich ist. Das heißt, in der kostenlosen Version kann man hier wirklich viel schon nutzen und deshalb reicht die eigentlich durchaus aus. Also für das, was wir bislang gemacht haben, war das ausreichend. Es gibt wohl auch hier eine Pro-Variante, aber
Ich glaube, da müsste die kostenlose Version ziemlich weit reichen. Okay, genau. Danke. Okay, gut. Dann kommen wir zum Ende. Wir müssen ja auch auf die Uhr schauen, ja. Dann übergebe ich nochmal an den Flo. So, Moment, jetzt muss ich nur meine Freigabe noch beenden. Oder Tobi, Flo, kannst du dich einklinken schon? Bist noch stumm, nee, glaube ich. Nee, kann ich noch nicht. Kannst du noch nicht? Einen Moment. Wo ist jetzt? Na, Entschuldigung, ich bin jetzt da oben. Jetzt haben wir es. Okay, ich hatte das jetzt ausgeblendet. Ja. So, jetzt aber. Ja, genau. Ich werde mich relativ kurz fassen. Wir haben bei unserem letzten Webinar am Mittwoch eine Umfrage gestartet, die die meisten von Ihnen oder beziehungsweise viele von Ihnen auch mitgemacht haben. Uns ist leider erst im Nachhinein aufgefallen, dass bei Pole Unit in der Basisvariante nur 40 Leute bei der Umfrage teilnehmen können. Deswegen leider sind sogar mehr als die Hälfte der Leute nicht aufgenommen worden. Aber ich zeige Ihnen jetzt trotzdem mal diese Seite. Einen Moment hier. Genau, das ist Pole Unit. Dieses Umfragetool kommt aus München. Das ist 2017 an den Start gegangen. Wird von zwei jungen Männern geleitet. Genau. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man hier Umfragen oder Abstimmungen herausfinden kann. Es gibt verschiedene Funktionen auch, die natürlich dann teilweise auch nur in der Premium-Variante oder in der Business-Variante auswählbar sind. Wir gehen jetzt mal hier auf die Preise, weil hier sehen Sie erstmal klar, die Preise ist klar, aber man sieht hier auch diese ganzen Funktionen, die bei der Free-Version, die wir jetzt für unsere Umfrage genommen haben, eben freigeschalten sind. Es gibt dann auch leider nicht die Möglichkeit, das werbefrei zu halten bei der Free-Version. Das muss man leider einfach wissen. Genau, hier oben sieht man eben die Preise. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz, weil, wie gesagt, wir hatten ja eine Umfrage erstellt für den ersten Tag. Und so sieht dann eben die Auswertung davon aus. Wir haben eben das Feedback zu dem Cloudworking-Seminar am 1.4. abgefragt. Hier oben sieht man die Fragen, die gestellt wurden und darunter eben mit dieser Sternvariante das Feedback. Da sieht man auch gleich, welches Feedback das Beste war. Ist natürlich immer schön, gleich zu sehen, aha, hier gibt es eigentlich so gut wie, beziehungsweise welche Frage die bestbewertetste war, wie einfach Ihnen die Teilnahme fiel. Das ist natürlich schön zu wissen, auch für uns, dass das sehr niedrigschwellig gehalten wurde, damit es eben keine Probleme gab. Und hier unten sieht man eben die Werbung. Mir wird jetzt Katzenfutter angeboten, das ist interessant. Genau, und ich glaube, das sieht man hier unten. Es gab sogar jemanden, der außerhalb der regulären Umfrage sogar noch ein Feedback gegeben hat. War nett, aber nicht wirklich einweisend in die einzelnen Webinare, Programme und Funktionen. Das, glaube ich, wird heute auch wieder der Fall sein. Für so viele Tools in kurzer Zeit, diese hinlänglich erklären zu können, ist klar, dass das relativ schwierig ist. Deswegen bitten wir da um Ihr Verständnis und hoffen wir trotzdem, dass Sie gut viel mitnehmen konnten und auch für Ihre Arbeit was gefunden haben, das Ihnen vielleicht hilft oder die bereichert. Was gibt es noch abschließend zu Pole Unit zu sagen? Also wie gesagt, es gibt eine kostenlose Variante. Man kann, wenn man ein Pole Unit erstellt,
sogar als Gast ein Pull-Unit erstellen. Ich sehe gerade nicht. Ich bin das vorhin schon gefragt worden. Nein, okay, gut. Wie das funktioniert, das müssen Sie sich leider selber angucken, weil uns die Zeit ausgeht. Aber ich finde das schon ganz gut, jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Umfragen mit der Klasse, wo es zum Beispiel auf Klassenfahrt hingehen soll, dass sich nicht jeder einen Account erstellen muss, nur um sagen zu können, dass man jetzt doch lieber nach Florenz anstatt nach Mallorca fliegen will, zum Beispiel. Das ist, finde ich, relativ einfach und das macht es jedem einfach auch mitzumachen. Und die kostenlose Variante bis zu 40 Personen, ich glaube, das sollte reichen für jetzt zum Beispiel die Klassenstärke. Ja, ansonsten, genau, es gibt noch kein explizites Umfragetool. Da muss man ein bisschen tricksen mit den Funktionen, die es gerade gibt. Aber es wird schon... Es wird schon damit geworben, dass es das bald geben soll. Von dem her einfach am Ball bleiben, ständig mal hingucken, ob es das mittlerweile gibt. Weil wenn es das dann geben soll, dann finde ich, dann geht das nochmal einen Schritt weiter und dann kann das sehr erhellend sein. Ja, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ach ja, ich habe am Mittwoch das Tool Slack vorgestellt. Pull Unit kann man, wenn man dann zum Beispiel einen Account hat, auch in Slack einpflegen und das dann auch nutzen. Das nur so weit. Und teilen kann man das per E-Mail und Social Media. Von dem her sind alle Kanäle eigentlich so gut wie abgedeckt. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Aber es gibt noch ein paar Sachen, auf die wir hinweisen wollen. Nicht wahr, Björn? Genau, gut. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Ende und wir möchten gerne von Ihnen, die jetzt live dabei sind, so wie auch am Mittwoch schon geschehen, wieder kurz wissen, wie Sie das Webinar fanden und vielleicht auch, ob Sie weiterführende Webinare wünschen. Wie gesagt, wir überlegen momentan, wie es nach den Osterferien dann weitergeht. Eventuell werden wir wieder Webinare anbieten und da eben einzelne Aspekte vertiefen oder vielleicht auch ganz andere Themen aufgreifen. Es gibt eine Umfrage, die der Tobi jetzt gleich in den Chat noch posten wird. Ist ganz kurz, sind 8 kurze Fragen mit Sternchen zu bewerten und unten gibt es ein Kommentarfeld. Ich sehe gerade schon im Chat, jemand hat Interesse an Microsoft Teams. Das haben wir schon auf der Liste. Ja, das ist tatsächlich ein Tool, was gerade hier in München von den LehrerInnen intensiv genutzt wird, weil diese Lizenzen vorhanden sind an den Schulen. Eventuell werden wir das nach den Ferien dann aufgreifen. Genau, Tobi hat jetzt den Umfragelink gepostet. Gerne kurz hier reinklicken und kurzes Feedback hinterlassen. Und diejenigen von Ihnen, die das bei YouTube sehen, Sie dürfen, wie gesagt, in den Kommentaren Ihr Feedback hinterlassen oder auch hier vielleicht Wünsche oder Anregungen uns mitteilen. Dann kommt das auch bei uns an. So, dann sind wir fast am Ende. Ich würde jetzt noch kurz auf was verweisen. Das kopiere ich auch nochmal in den Chat. Und zwar haben wir Umfragen gestartet für Kinder und Jugendliche. Was bedeuten diese Einschränkungen momentan durch den Coronavirus für den Alter von Kindern und Jugendlichen? Wie kommen die damit zurecht, dass sie nicht mehr zur Schule gehen dürfen, ihre Freunde nicht treffen dürfen und so weiter? Da gibt es 2 Umfragen, einmal für Kinder, einmal für Jugendliche. Die Links stehen jetzt im Chat. Das können Sie gerne weitergeben an Ihre SchülerInnen, vielleicht noch als letzte Aufgabe vor den Osterferien. Vielleicht können da noch ein paar Kinder und Jugendliche sich beteiligen. Wäre ganz interessant und die Ergebnisse werden wir dann später unter studioimnetz.de auch veröffentlichen. Gut, dann sind wir soweit am Ende, glaube ich. Wir können eigentlich mal die Freigabe hier beenden. Fällt mir gerade auf. Gut, dann würde ich sagen, wer noch Interesse hat, so hatten wir es auch am Mittwoch gemacht, darf gerne noch hier im Chatroom bleiben und dann können wir noch ein bisschen uns unterhalten, dann auch über den Audio-Chat. Und ansonsten danke ich Ihnen für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende, schöne Osterferien oder wenn Sie das bei YouTube wann auch immer sehen, noch einen schönen Tag. Vielen Dank und tschüss.